Heute bei Staniek befragt ist Thomas Herzing, Spezialist für Gewaltprävention, Amok und für absichtlich herbeigeführte Schadensereignisse wie Amok, Terror und Raub. Thomas Herzing, Terrorismus ist eine der größten Bedrohungen für Frieden, für Sicherheit und für Stabilität, die wir überhaupt haben. Terrorismus zielt ja darauf ab, die Werte von Staaten auch zu untergraben. Terrorismus ist ein Verbrechen, für das es aus meiner Sicht keine Rechtfertigung gibt. Wie siehst du das? Ebenso. Es ist eine massive Gewalteinwirkung auf Unbeteiligte, um ein politisches Manifest kundzutun. Und das ist mit keiner Aktion gerechtfertigt. Ist es immer nur politisch motiviert oder mehr durch Glauben oder beides? Das ist ein politisches Manifest, kann auch Glaubensgrundsätze sein, kann jetzt, wie gesagt, parteienmäßig oder eben Glaubensfragen beinhalten. Mit der ISIS ist ja bekannt, dass eben die den Islamischen Staat anstreben und alles, was dem zuwider ist, wird bekämpft. Ich habe einige meiner Facebook-Freunde bzw. Facebook-Kontakte, die in meiner Profiler Criminologist-Gruppe drinnen sind, gefragt, was sie gerne von dir wissen wollen. Und eine Frage, die sie von dir unbedingt wissen wollen, die kam mehrfach: Wie groß ist die Terrorgefahr jetzt in Zeiten von Covid-19? Birgt die Krise mehr Gefahren für Terror oder weniger? Die Gefahr ist in meiner Einschätzung nach wie vor aktuell. Das Phänomen mit dem Covid-19 hat letztendlich gezeigt, wie anfällig dass wir alle sind auf biologische Kampfstoffe. Und vielleicht ist hier ein Themenschwerpunkt oder eine Themenverlagerung, dass jetzt sogenannte Dirty Bombs vermehrt eben eingesetzt werden. Aktuell war jetzt in Bayern ja ein Fall, wo ein 25-jähriger türkischstämmiger junger Mann, der sich zum IS bekannt hat, Türken geschädigt hat, Brandanschläge verübt hat. Und bei der Kontrolle hat man, ich habe es mal aufgeschrieben, 23 Rohrbomben bei ihm gefunden und eine Waffe. Und der hat nach eigenen Aussagen eben eine Anschlagsserie eben auf türkische Einrichtungen geplant. Terroristen bezwecken ja immer etwas. Ja? Ich frage mich oft, was ist genau der konkrete Zweck? Und wenn ich mir die Reaktionen oft anschaue, erlebe ich oft, vielleicht werde ich jetzt gehaut für den Ausdruck, aber auch Überreaktionen, die da zurückkommen. Also man tritt dann noch mächtiger, noch deftiger auf als der Terrorist selber. Welche Reaktionen erwarten sich Terroristen? Ein möglichst großes mediales Echo, damit eben ihr Statement, ihre Aktion möglichst publik gemacht wird und auch Nachahmer motiviert, Ähnliches zu versuchen. Da finde ich die Vorgehensweise hier in der Schweiz sehr bemerkenswert, die kein politisches Manifest in irgendeiner Form medial veröffentlichen. Das ist in anderen Ländern durchaus eine andere Vorgehensweise, weil dadurch macht man sich natürlich, oder die Journalisten machen sich dann zum willfährigen Helfer, um deren wirre Ideen zu publizieren und generell der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist ja bei vielen Dingen so, dass eben durch den Journalismus, der ja auch leben muss, keine Frage, Dinge noch mehr gepusht werden oder auch zu Verschwörungstheorien hingeführt werden. Das bedeutet, was du jetzt gesagt hast, wenn die Presse nicht berichtet, was eh ganz logisch wäre, gibt es kein Medienecho, dann müssten sich entweder die Terroristen noch mehr bemühen, die Dinge noch größer zu gestalten, um vielleicht Medienecho zu bekommen, oder eben auch nicht. Das ist so. Es ist klar, wenn ich natürlich auf Hotspots wie in Paris im Fußballstadion während dem Spiel Deutschland-Frankreich einen Anschlag plane, dann hat es automatisch ein mediales Echo und bleibt somit auch der Öffentlichkeit nicht verborgen. Aber im unterschwelligen Bereich, jetzt wie beispielsweise mit Bayern, dem Anschlag mit den Rohrbomben oder geplanten Anschlag mit den Rohrbomben, wenn man das jetzt, sage ich mal, eher ganz nüchtern einmal thematisiert, als Fakt abtut, dann ist es, denke ich, auch der journalistischen Berichterstattung Genüge getan, ohne dass man das jetzt einen Hype draus macht und das, was soll ich sagen, den Täter in irgendeiner Form überhöht oder die Tat
noch oder das Motiv noch besonders herausarbeitet. Ja, das unterstützt letztendlich Nachahmer. München Olympia Center, ich erinnere mich daran an die Aufnahmen, die mit Handykameras gemacht wurden. Ein Mann schießt wahllos in der Gegend herum. Wie kommt es zu solchen Attentaten, beziehungsweise was ist dort genau passiert und kann man solche Attentäter stoppen? In München war die spezielle Situation die, dass lange Zeit in der Chaosphase, wie der Name schon sagt, unklar war, handelt es sich jetzt um einen Einzeltat oder eben um eine koordinierte Anschlagsserie an verschiedenen Orten mit mehreren Tätern. Und daher war es so, dass ursprünglich von einem Terroranschlag ausgegangen wurde, sodass alle im Südverbund, also sprich die Spezialkräfte Südverbund, hier in München dann im Einsatz waren, unter anderem auch die Kameraden von der Cobra aus Österreich oder auch die GSG 9. Es ist eine derart Reizüberflutung, die dann insgesamt knapp 80 Tatorte gemeldet hat. Und jedem dieser Hinweise muss natürlich die Polizei nachgehen, mit der Gefahr, dass sie sich natürlich auch verzettelt. Das Ergebnis war, es war ein Einzeltäter, der, wie so häufig, in einem Fastfood-Restaurant sein Töten begonnen hat und hier wahllos auf Menschen geschossen hat. Dieses Kennzeichen eines Amokläufers. Er hat keine persönliche Beziehung zu seinen Opfern. Jeder, der ihm begegnet, ist in akute Lebensgefahr, weil er sofort das Feuer auf ihn eröffnet und sein Ziel eben sich an der Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer, rächen möchte, und da ist halt jeder Mensch, dem entgegenkommt, ein willkommenes Opfer. München, vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, 80 Tatorte, das hat dann auch dazu geführt, dass über WhatsApp sich Bekannte verständigt haben, haben gesagt, hast du schon gehört, in München wird geschossen, wie sieht es bei dir aus? Und dann kommt die Antwort, du, bei mir wird nicht geschossen. Jetzt kennen wir ja natürlich diese Situation, nicht an irgendwas denken, genau an das denkt man dann. Der Empfänger dieser Nachricht oder dieser Antwort hat dann halt eben das so aufgefasst, dass eben an diesem Ort auch geschossen wurde, hat dann die Polizei alarmiert, was dann wiederum zur Folge gehabt hat, dass an diesem Ort die Menschen mit Maßkrügen die Scheiben kaputt gestanden haben und sind teilweise aus dem ersten Stock rausgesprungen, haben sich dadurch natürlich auch verletzt und ähnliches mehr. Zeigt erneut, dass wir Menschen abschließend nur drei Handlungsmöglichkeiten haben, nämlich Angriff, Flucht oder Erstarrung. Und das gilt für jegliche Form. Das gilt für den Raub, genauso wie für Terror oder eben, wie im Beispiel München, für Amok. Was kann ich tun, wenn ich da drinnen stehe? Gibt es etwas, auf das ich achten kann? Natürlich wollen wir nicht zu viel logischerweise verraten, weil der Täter ja dafür Informationen bekommt oder diese Informationen bekommen oder hören würde. Gibt es aber einen konkreten Tipp, was passiert in einer Schule zum Beispiel oder was muss man tun, wenn in einer Schulklasse so etwas passiert? Also um diese Dramatik und diese Extremsituation zu untermauern, möchte ich ganz gerne ein folgendes Beispiel anführen. Wir sprechen sehr häufig vom Mutterinstinkt. Und in München war es so, dass dieser Mutterinstinkt tatsächlich wie versagt hat. Sprich, Mütter haben vor lauter Angst und Panik ihre kleinen Kinder stehen lassen, Kinderwägen ohne Mutter, sind stehblind und die Mütter sind Hals über Kopf geflohen. Es zeigt, wie extrem die Situation ist und wie irrational Menschen reagieren. Mhm. Da kommen unsere Dienstleistungen ins Spiel. Wir schulen aufgrund unserer Erfahrungen Unternehmen so, dass sie sich in Situationen wie diesen zielführend verhalten können. Was das denn im Detail ist, wie gesagt, das machen wir mit dem Kunden dann direkt aus. Ziel ist, dass das Schadensausmaß reduziert wird und idealerweise die Mitarbeiter Einfluss nehmen auf die anwesenden Gäste im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung, der Krankenpflicht und eben diese auch in Sicherheit bringen.
Und vorher auch wissen, zu welchen dieser drei vorher genannten Verhaltensmuster Sie denn tendieren würden. Und dadurch, dass Sie das im geschützten Bereich schon mal trainiert haben oder mal selber erfahren haben, auch ein Handlungsmuster antrainiert bekommen, um in solchen Situationen sich zielführend zu verhalten. Es macht mich wie stolz drauf, dass ich dieses bayerische Amok-Konzept für die Polizei mitentwickelt habe, welches sich ja eben in München bewährt hat. Das möchte auf der einen Seite ist es natürlich dieser sehr hohen Polizeidichte in München geschuldet, dass es so funktioniert hat, aber dieses Konzept, eben dieses Vorgehen der Polizei in der Chaosphase, Aufklärung zu betreiben, dieses zeitnah zurückzumelden und dieser ganze Prozess, dass das wirklich ineinander gegriffen hat und natürlich dann auch zu einer Eindämmung dieses Schadensausmaßes geführt hat. Die Dachregion Deutschland, Österreich und Schweiz, die machen ja sehr viel im Bezug auf Terrorprävention. Gibt es da etwas, was aus deiner Sicht noch zu tun wäre oder wo da eine Verbesserung möglich wäre? In den genannten Ländern, das sind demokratische Länder. Und Kennzeichen der Demokratie ist letztendlich immer die Rechtmäßigkeit, dass das durch verschiedene Kontrollorgane und durch Gesetze geprüft wird. Und da ist letztendlich der Ansatz auch zu sehen, wo man interdisziplinär die Zusammenarbeit durchaus verbessern könnte, indem man durchlässiger ist mit Inlandsgeheimdienst, Auslandsgeheimdienst, Polizeierkenntnisse und diese verschiedenen Puzzleteile auch zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Es ist leider Gottes so, dass eben die genannten Länder jede Behörde quasi wie ihren eigenen Garten pflegt und aufgrund Datenschutzgrundverordnung und anderer durchaus sinniger gesetzlicher Bestimmungen ein Austausch und eine Zusammenarbeit, Informationsaustausch, wie erschwert. Das wäre mein Wunsch, dass das durchlässiger erfolgen könnte. Eine Frage von meinen Facebook-Kontakten aus der Profiler-Criminologist-Gruppe habe ich noch. Woran könnte man denn einen Attentäter erkennen? Man kommt immer wieder drauf, das war der Mann von nebenan, eher unscheinbar, der da irgendwo in einem Gemeindebau oder einem Sozialbau Mietwohnung gewohnt hat. Gibt es irgendwelche Anzeichen, woran man einen Verdachtsmoment messen könnte oder haben könnte? Das ist eine ganz wichtige Frage. Es geht hier um die Früherkennung, wenn sich Menschen radikalisieren. Es könnte sein, dass in Kaffee-Gesprächsrunden plötzlich massiv radikale Ansichten geäußert werden. Dass man wie andere Meinungen plötzlich nicht mehr toleriert, dass man sagt, okay, die können alle erschossen oder die können weggerichtet und die Schweine. Also solche Aussagen, okay. Das könnte ein Ansatz sein, dass man da mal den Menschen genauer beachtet oder beobachtet und dass er mal schaut, okay, gibt es irgendein Ereignis? Wir müssen aufpassen. Die einsamen Wölfe, die gibt es nach wie vor. Und wenn ich natürlich wir müssen differenzieren zwischen einem Attentäter, der, wie gesagt, im Bereich Terror unterwegs ist, oder einen Amokläufer. Ein Amokläufer ist, Amok ist ja das malaiische Wort für blinde Wut. Das heißt also, ich bin gekränkt in meinen Grundwerten, wurde mir Leid zugefügt, subjektiv oder auch objektiv. Ich wurde der Schule verwiesen, Arbeitsplatz verloren, ähnliches. Und jetzt möchte ich mich an einer unbestimmten Menschengruppe rächen, an der Gesellschaft. Das ist der Unterschied zum sogenannten erweiterten Suizid, wo ich dann beispielsweise, meine Frau geht fremd, jetzt töte ich meinen Nebenbuhler, töte ich meine Frau und dann mich. Dann ist dieser Personenkreis wie eingedämmt. Oder mein Lehrherr, der mich gekündigt hat, der mich abgemahnt hat, dann ist das eine andere Nummer. Wenn es der Rahmen auf unbestimmte Größe aufgemacht wird, dann spricht man von Amoklauf. Und des Weiteren, im Terrorbereich, müsste ich jetzt im Rahmen der Früherkennung dann schauen, okay, gibt es irgendwelche Vorbereitungshandlungen, gibt es irgendwelche sozialen Kontakte mit auch auffälligen Personen und so eben diese verschiedenen Puzzleteile, aber da bist du natürlich als Profilerin dann noch besser da eingebunden,
diese verschiedenen Puzzleteile zusammenzufügen. Das sind wir im Bereich der Beschaffung, illegale Waffen, Sprengstoff, Dünger oder Ähnliches, das dann in der Gesamtheit dazu führt, dass man sagt, okay, der führt jetzt was im Schilde, diesen Dünger, der hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung in irgendeiner Großstadt, für was braucht er denn das? Und dann müsste man letztendlich da schon hellhörig werden und auch die Behörden dann tätig werden. Unter welcher URL oder unter welchem Weblink kann man dich erreichen? Wir sind in der Zentralschweiz daheim. Die Firma heißt sich Thomas Herzing GmbH und die Homepage lautet www.thomasherzing.ch. Wir sind im internationalen Bereich unterwegs, vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch in England und in Spanien. Wir verbinden Psychologie, Gewaltprävention mit Präventivarbeit im Bereich von absichtlich herbeigeführten Schadensereignissen. Und ich darf wirklich mit Stolz berichten, dass unsere Konzepte funktionieren und was ganz wichtig ist, alle unsere Empfehlungen sind immer in Abstimmung mit dem Vorgehen der Polizei. Es wäre wie kontraproduktiv, wenn wir Empfehlungen abgeben, wenn wir ein bestimmtes Verhalten trainieren, was die Polizei im Einsatz noch an zusätzlichen Stress erhöhen würde. Und wir kommen alle aus dem Spezialbereich in verschiedenen Polizeiverwendungen. Wir kommen aus dem Bereich SEK, Personenschutz, GSG 9 und Ähnlichem. Das heißt, wir verfügen über ein sehr umfassendes Know-how, welches wir eins zu eins unseren Kunden anbieten. Vielen Dank, lieber Thomas. Danke fürs Gespräch. Natürlich verlinke ich dich unter dem Video, sodass die Leute auch zu dir finden. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße in die Schweiz. Ich danke dir, liebe Patricia. Ich wünsche dir einen guten Wochenstart und nochmal vielen Dank auch fürs Interesse. Vielen Dank. Tschüss. Servus.